Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Die Drogerie hat wieder allerhand Neuheiten rausgebracht, auch einige Limited Editions. Und die packen wir jetzt in mein Gesicht und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, vielleicht steht die ein oder andere Erlebe euch nicht mehr. Online kriegt man sie manchmal noch und es ist halt wirklich total bunt gemischt. Also bei uns stehen tatsächlich auch Limited Editions, wie jetzt auch diese Radiant Flower LE und so, immer noch super, super lange. Dementsprechend, ja, kann ich das halt jetzt so nicht beeinflussen, ob die Sachen jetzt noch bei euch stehen. Ich packe sie mir ins Gesicht und wir gucken einfach auch mal, inwiefern die Drogerie sich ja auch ein Stück weit weiterentwickelt hat. Weil dafür stehen für mich auch immer die LEs. Wir machen jetzt aber erstmal einen Primer drauf. Da habe ich von L'Oreal den Prime Lab 24 Stunden Dullness Reducer mit 4% Niacinamiden. Das ist dieser hier. Und ja, das ist ein Standardsortimentprodukt, den ich jetzt einfach mal mit euch zusammen ausprobieren möchte. Und, was ist das denn? Wow. Wie immer verlinke ich euch auch... crazy, die Produkte in der Infobox, sofern ich sie finde. Bei LEs ist es, ne, natürlich ein bisschen schwieriger. Was ist das denn? Hoi! Nein! Was ist das denn? Entschuldigung. Hä? Muss es erst einziehen? Das geht doch nicht. Ihr seht das jetzt nicht, aber das ist mir hochgradig unangenehm, was hier gerade passiert. Tend to Deep Skin steht hier drauf. Leute, da gibt es unterschiedliche Hauttöne. Entschuldigung, ich muss das Ganze jetzt mal kurz runternehmen. Was ist das denn? Oh Mann. Entschuldigung. Aber das ist... Ich habe nicht gelesen. Das ist rot gewesen, ne? Hochprofessionell nehme ich mir das jetzt einfach mit einem trockenen Tuch so runter. Und ich gebe mir jetzt einfach den Primer aus meinem Project 10 hier noch drüber, ne? Ich hoffe jetzt inständig, dass sich dadurch jetzt keiner irgendwie angegriffen gefühlt hat oder sonst irgendwas, ne? Das ist einfach nur, ich habe es nicht gelesen und ich hätte bei einem Primer auch ganz ehrlich nicht vermutet, dass man, Entschuldigung, dass man das in verschiedenen Farben hat. Aber gut, ja, wir machen jetzt weiter mit einem Produkt von Trended Up, Cool and Caffeine Under Eye Primer. Das ist dieser hier, den kann man halt gut verwenden, wenn man vielleicht einfach so ein bisschen, also das ist halt im Prinzip wie eine Augenpflege, ne? Also keine Ahnung, was man halt jetzt so vor dem Schminken nochmal verwenden kann. Der ist auch zart gefärbt. Ich hoffe, dass er nicht zu stark jetzt unter dem Auge sein wird. Aber dieses Orange ist zum Beispiel super gegen Augenschatten, ne? So eine optische Geschichte. Und wenn da halt Koffein mit drin ist, dann belebt das Ganze auch nochmal. Und das trage ich mir jetzt einfach ganz entspannt auf. Und ich habe sowas auch von Symbiosis hier liegen. Das verwende ich auch immer ganz gerne, bevor ich mich schminke. Ich trage das auch auf meinen Augen drauf, was soll der Falschgeiz. Einfach weil, ja, ich habe Lachfalten, ne? Ich bin einfach 35 Jahre alt und das finde ich auch in Ordnung, wenn man mir das ansieht. Aber es nervt halt, wenn der Concealer reinkriecht. Das ist eben so das Ding. Und ja, jetzt fühle ich mich total belebt. Aber ich fühle mich schon durch den ersten Schock mit dem Primer sehr belebt. Jetzt machen wir weiter mit M. Asam. Da habe ich hier nämlich diesen Skin Tint mit Lichtschutzfaktor 50, 20 Milliliter. Den habe ich aber in der helleren der beiden Farben geholt, nämlich Soft Ivory. Es gab ganze zwei Farben. Yay. Das fand ich jetzt echt gar nicht mal so cool, weil Asam ist doch eigentlich ein Unternehmen, die können mehr rausbringen. Also die haben, was Foundations und so weiter angeht, leider nicht so das Händchen für unterschiedliche Farbnuancen, finde ich persönlich. Aber nun, ich schüttel das immer, ne, wenn das so flüssige Geschichten sind und drücke hier oben auch immer wieder auf den Pumper, sodass dann auch das, was in der Pipette ist, mitgeschüttelt wird, weil das macht ja sonst gar keinen Sinn. Jetzt habe ich gut was auf der Pipette drauf und dann hoffen wir jetzt mal, ja, es ist ein bisschen dunkler. Mhm. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm aussieht. Das ist super flüssig. Und ich meine, dass Nicole von Chiquita's Blaze das ja verwendet hatte und nicht ganz so super happy damit war. Ich verwende jetzt auch heute ganz viele so Essence Limited Edition Pinsel, ne? Und verteile mir damit den Skin Tint. Ich meine, bei ihr war das sehr orange geworden. Jo, sehe ich auch. Also du wirst mit diesem Produkt niemals Lichtschutzfaktor 50 auf dein Gesicht bekommen, wenn du das in einer Menge aufträgst, die für dich wahrscheinlich tragbar ist. Also ich persönlich werde es bei mir nicht hinkriegen, weil du davon viel, viel mehr verwenden müsstest. Das heißt, tragt auf jeden Fall unten drunter euren Lichtschutzfaktor, ne? Das ist super wichtig. Lasst den gut einziehen und gebt euch dann dieses Produkt da drüber, weil ansonsten fühlt ihr euch zu sicher, obwohl ihr es nicht seid. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war jetzt mit meinen Mädels, ich kann euch den Vlog mal im i verlinken, auf einem
Festival, 90er-Jahre-Festival. Habe mich sehr sicher gefühlt, weil ich dachte, ach komm, so warm wird das nicht. Und ich habe mir meine Kopfhaut verbrannt. Also das ist sehr dumm gewesen, keinen Hut zu tragen. Und ich habe vergessen, Lichtschutzfaktor nachzulegen, sodass mein Rücken auch ein bisschen verbrannt ist. Ein bisschen ist gut, ein bisschen sehr. Wow. Der dunkelt nach, ihr seht es ja auch, glaube ich, ne? Dementsprechend, ja, vertraut nicht darauf, wenn auf sowas dann Lichtschutzfaktor 50 draufsteht. Da muss man halt noch mal ein bisschen was, ne, mehr meistens machen, wenn man halt auch so hell ist, wie ich zum Beispiel. Wobei das da auch tatsächlich relativ egal ist, welchen Turn man hat. Denn da geht es ja nicht nur um den Sonnenbrand, sondern auch um Hautkrebsrisiko, ne? Also an und für sich sitzt das Produkt richtig gut auf meiner Haut, auch wenn es hier ein bisschen fleckig aussieht. Das ist aber wahrscheinlich auch einfach der zu dunklen Farbe geschuldet, ne? Es sieht leider zu dunkel aus, also das passt mir jetzt nicht. Die zwei, drei Leute, denen das passt, werden sich da wahrscheinlich sehr drüber freuen. Man braucht dafür einen warmen Unterton, weil das ist halt, wie man sieht, orange-rötlich. Ja, sollte halt auch wirklich eher so im Medium-Skin-Bereich unterwegs sein, ne? Das ist nicht unbedingt was für Fair to Light. Schön ist definitiv diese Leichtigkeit, womit man das jetzt auftragen konnte. Das fand ich sehr, 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 sehr cool. Schade ist es wirklich, also das Finish gefällt mir auch sehr gut, aber schade ist es wirklich, dass es so dunkel halt ist, ne? Gut, jetzt hat Alberde hier so einen Aufsteller gehabt, der sehr angekrabbelt war leider, mit Bakuchiul Complex, ein Concealer. Auch hier gab es, glaube ich, nur eine Farbe. Das ist jetzt die Farbnuance Soft Ivory. Ich glaube nicht, dass ich damit auch noch irgendwas aufhellen kann, aber egal. Er wird auf jeden Fall heller sein als der Skin Tint. Doch. Vielleicht kann ich damit noch meine Base retten. Mal gucken, Leute. Deswegen trage ich mir den jetzt wirklich sehr, sehr großflächig auf. Ihr seht's, ne? Also das ist jetzt wirklich interessant. Und dann verteile ich mir das mit einem Schwämmchen. Ja, der ist halt sehr leicht. Dementsprechend passt er sehr gut zu Foundation. Aber er ist jetzt nicht so super gut dafür gemacht, um das Ganze jetzt aufzuhellen. Aber wir gucken einfach mal, inwiefern man das gerettet bekommt. Ich glaube, das geht ja auch manchmal so, ne? Wenn man auch, nicht nur, wenn man im Laden sich was holt, sondern auch manchmal online, dann vergreift man sich in der Farbe. Und dann kann man es halt nicht unbedingt direkt zurückschicken oder so. Oder man hat nicht irgendwie jemanden, mit dem man das einfach nur tauschen kann. Und dann hat man ein Problem. Und es gibt immer Möglichkeiten und Wege, die Teint-Produkte dann doch irgendwie zum Funktionieren zu bekommen. Ja, ich werde definitiv einen recht dunklen Teint dadurch behalten, aber so ein bisschen was retten kriege ich hoffentlich hin. Ja, das Füßchen ist wirklich sehr, sehr klein und fein. Da ist jetzt nicht was groß Besonderes dran oder so, ne? Aber der Concealer, den finde ich ganz schön. Denn gerade im Sommer mag man es ja auch vielleicht mal ein bisschen leichter. Jetzt seid mal ehrlich, das sieht schon ein bisschen weniger schlimm aus, oder? So, ich finde es trotzdem immer noch ulkig. Dann habe ich hier von Rival de Loop die Radiant Flower Limited Edition und da habe ich hier den Bronzer Stick. Das ist dieser hier. Ja, die kommen jetzt alle irgendwie mit Bronzer Stick und hast du nicht gesehen um die Ecke. Das Ding wird jetzt wahrscheinlich auch relativ warm. Relativ warm sein. Weiß nicht, ob ich mir den direkt aufs Gesicht auftragen würde. Ja, der ist halt wirklich schon sehr, sehr warm. Doch, das geht. Wenn man den erstmal so ein bisschen anwärmt, dann ist es auch nicht mehr so wild. Aber ich mache es erstmal vorsichtig. Dann mit dem Pinsel einarbeiten. Das funktioniert schon mal ganz gut. Ist jetzt nicht perfekt, aber wir dürfen nicht halt vergessen, dass ich glaube, Rival de Loop und Rival Loves Me sind somit die günstigsten Drogeriemarken, die wir überhaupt finden. Jetzt nehme ich das hier auf, ja, hier mit dem Pinsel von meinem Handrücken auch. Denn hier oben brauche ich ja eigentlich jetzt nicht so super viel, weil die Foundation da ja noch sehr präsent ist. Vielleicht auch mal eine Make-up-Taktik, wenn man sich den Bronzy-Effekt gönnen möchte und vielleicht einen sehr ebenmäßigen Bronzer haben will. Keine Ahnung, vielleicht kommt dann noch TikTok-Hype 2025. Ich bin dabei. Doch, ich finde den schön. Also den kann man sich angucken, wenn man halt auch so auf Bronzer-Sticks steht, ne? Und da muss man halt wirklich schauen, ob einem die Farbe passt. Ich weiß nicht, wenn man etwas vom Teint her ein bisschen dunkler als ich ist, ob das so funktioniert, ne? Ob man den dann halt noch sieht. Bei mir geht der eigentlich ganz gut. So, Essence hat eine Limited Edition rausgebracht, die irgendwie gefühlt überall super schnell ausverkauft war. Bei mir stand die komplett noch. Also das war wirklich sehr, sehr schön, dass ich da hinkam und das quasi gerade aufgestellt war. Diese Bubblegum Fun-Geschichte ist das. Also sieht natürlich auch super süß aus. Und hier habe ich diesen Liquid Highlighter. Und der ist halt wirklich rosa. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es vielleicht ein Roller wäre oder so. Nee, das ist halt mega viel Verpackung. Und hier oben kommt dann das Produkt raus aus so einem abgeschrägten Füßchen. Das heißt, das gebe ich mir jetzt hier auf meinen Handrücken. Ich glaube, das trage ich mir mit dem Finger auf, ne? Dann gehe ich da einmal so rein. Wow, das ist wirklich, das ist pink. Also da, wow, da geht die Party ab. Den trage ich mir hier auf. Oh, vielleicht als Blushleiter, weil der ist schon pink. Also da muss man dieses Pinke feiern und so
Wobei der auf der Haut, also jetzt so auch mit den flüssigen Base-Produkten eingeblendet, der sieht voll schön aus. Die Kamera kriegt das nicht mehr hin. Die hat gesagt, nee, die Claudi, die stelle ich nicht mehr scharf. Jetzt hat sie mich. Ja, das ist schon sehr, sehr cool, ne? Also den mag ich. Ich hatte echt befürchtet, dass es auch so pink auf meinem Gesicht wird, aber das ist nur irgendwie, wenn das so rauskommt und wenn man das halt auch in dieser Verpackung sieht, das ist so ein Effektgedönsen, ne? Ist schon süß. Ja. Und dann habe ich mir noch hier von Trended Up diesen Glow Highlight Cream geholt. Da gibt es auch verschiedene Farben. Ich habe jetzt die 120. Also da gab es auch noch irgendwie eine goldene Variante und ich glaube auch eine etwas dunklere. Das ist so ein Puffelding. Oh, kommt auch schön flüssig raus. Nicht so wie bei Essence zum Beispiel, ne? Da kommt es ja sehr blöd raus. Ich habe, glaube ich, die Rose Gold Variante mir quasi geholt. Gehe ich jetzt hier mit meinem Pinsel drüber. Das mache ich am liebsten bei diesen Liquid Highlightern. Verteile mir den. Der ist super dezent. Also da sehe ich ja gar keinen Glow auf meinem Gesicht. Nee, also das ist halt eher nass, ne? Also man sieht den hier vielleicht kaum. Also das ist ja, da siehst du nicht viel von. Und auch auf dem Gesicht. Das ist sehr subtil. Na, ich würde da tatsächlich eher den Bubblegum Fun mir holen. Naja, ein bisschen Lippenpflege darf nicht fehlen. Auch hier Bubblegum Fun Essence, ne? Da ist ein Lippenöl auch in der LE. So ein Roller ist für unterwegs eigentlich ganz süß. Oh Gott, der riecht ja geil. Oh, lecker. Der riecht wie Bum-Bum-Eis. Oh, quietsche süß. Aber ich feiere das gerade sehr. Mega angenehm. Fühlt sich auch toll auf den Lippen an. Muss ich wirklich sagen. Ja, dann kommen wir jetzt zu dieser Rival de Loop Radiant Flower Color Correcting Loose Powder Geschichte. Das ist auch aus einer LE, die wie gesagt immer noch auch bei uns so stand. Aber das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache manchmal, also bei uns vor allem, ne, da stehen mehrere LEs von einer Marke gleichzeitig, keine Ahnung. Also ich habe hier ein loses Puder, was farbtechnisch schon mal ganz gut aussieht, finde ich. Dann habe ich hier so ein Puffelding von Essence, arbeite das erstmal hier in meiner Handinnenfläche ein bisschen ein und gebe mir das dann unter meine Augen und auch auf meine Augen drauf. Oh, da ist schon mal direkt was gekommen, okay. Also unter den Augen hat das schon mal einen richtig guten Job gemacht. Gut, dann gebe ich mir wieder was in den Deckel und dann nehme ich mir natürlich den Bubblegum Fun Pinsel. Das ist so ein Kabuki, den kann man hier so gut mit dem Finger festhalten, ne? Haben die ja immer wieder bei Essence, dass du da solche Kabuki-Pinsel hast. Die sind ganz süß. Also ich persönlich mag halt am liebsten welche mit einem längeren Stiel. Das ist halt mehr so meins, ne? Und jetzt gebe ich mir das komplett übers Gesicht. Okay, das Puder ist schön, weil das halt nicht so mega abmattiert, aber einen schönen Weichzeichner-Effekt gibt. Also dieses Color Correcting kommt wirklich gut, ne? Das ist aber jetzt nicht eins, wo ich sagen würde, das weißelt. Also das macht mir jetzt nicht meine Base heller, passender, wie auch immer, ne? Das heißt, es ist eigentlich nur ein Puder zum Setten, zum Fixieren und zum, ja, Anebnen. Irgendwie ganz crazy und richtig cool. Gefällt mir. Jetzt sehe ich so ein bisschen aus, als hätte ich einfach ein bisschen in der Sonne gelegen, ne? Hier ein bisschen kleiner Fleck ist am Start. Aber ansonsten, mir gefällt's. Also das kann ich jetzt nicht anders sagen. Das ist schon mal nice. Auch aus dieser Bubblegum Fun Limited Edition habe ich den Bouncy Blush. Das ist dieser hier. Das ist einer, der eigentlich so Cream to Powder ist. Aber ich persönlich würde den jetzt wirklich auch über Pudergeschichten auftragen, ne? Weil als ich den eben mal kurz angeditscht habe, geswatcht habe, ist der auch so, der ist schon intensiv, wow. Ist der eher auch so pudrig unterwegs, so seidig. Ich weiß nur nicht, mit welchem Pinsel das am sinnvollsten ist. Ich habe jetzt hier aus der Evelyn LE diesen wunderschönen Blumenpinsel. Da kann ich ja mal gucken, ob das damit funktioniert. Dann trage ich mir den hier mal auf. Ah, der hat auch einen leichten Glow mit dabei. Muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass man dadurch jetzt nicht irgendwie die Base abnimmt oder so, ne? Das passiert sonst bei diesen Texturen recht schnell. Ist natürlich auch ein bisschen angelehnt an diese MAC Blush, das ist klar, ne? Jedenfalls würde ich das jetzt einfach so mal tippen, weil mich das einfach daran erinnert. Davon habe ich nämlich ein paar da. Es fühlt sich einfach so an. Ist ein sehr leichter Blush, wenn man das so aufträgt. Ich kann jetzt ja mal gucken, wenn ich hier den Foundation-Pinsel nehme, da muss ich jetzt nur hoffen, dass ich meine Base nicht damit abnehme. Der ist ja ein bisschen fester gebunden, ne? Wenn ich damit dann so reingehe, nehme ich natürlich auch mehr Produkt auf den Pinsel. Trage ich mir den erstmal so in tupfenden Bewegungen auf. Da kriegst du schon mehr aufs Gesicht, das muss man wirklich sagen. Aber ich finde es nicht so leicht, ihn jetzt aufzutragen und dann auch sichtbar zu bekommen. Also es ist zum Beispiel kein Blush, den man so gut tragen kann, wenn man viel Blush zeigen möchte. Ihr seht es jetzt ja auch sehr, sehr leicht, ne? Aber er ist schon schön. Also die Farbe gefällt mir einfach. Dieses Pink mag ich. Aber man muss sagen, dass ich den Highlighter dadurch auch sehr, sehr unsichtbar mache. Also den sieht man hier jetzt so gar nicht mehr. Der war ja eben schon kaum da. Und jetzt mit dem Blush noch viel, viel weniger. Und auf dieser Seite kommt er noch leicht durch. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht hier, dass der Highlighter so richtig abgeht wie ein Zäpfchen. Aber nun, ja, so sieht das jetzt aus. Dann mache ich jetzt meine Augenbrauen. Da habe ich
ich jetzt kein neues Drogerieprodukt, deswegen nehme ich hier den, den ich aktuell aufbrauche von Everlane Cosmetics in der Farbe Taupe. Als neues Produkt habe ich hier von Trended Up den 24-Hour Brow Control Liquid Brow Soap Styler. Das ist dieses Produkt und damit werde ich jetzt meine Augenbrauen einmal fixieren. Oh, da kommt auch richtig viel Produkt ans Bürstchen, also an dieses Spoolie-Ding, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Und das riecht wie Haarspray oder Haargel tatsächlich. Schauen wir mal. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also jetzt so aus der Entfernung sehe ich nicht, dass ich da jetzt irgendwie großartig krasse Klumpen drin hätte, weil das Produkt relativ flüssig rauskommt und sich gut auftragen lässt. Oh, das wird aber recht schnell, das zieht an jetzt, ne? Gefällt mir. Muss jetzt nur noch halten, dann bin ich happy. Ich bin mutig. Ich versuche jetzt hier aus dieser Hit the Beach LE von Riva Loves Me mir Sommersprossen zu zaubern. Ich habe von Natur aus ja schon Sommersprossen, die ich ja im Prinzip jetzt übergeschminkt habe. Und das Verrückte dabei ist, jetzt male ich mir wieder welche drauf. Das ist so ein Stift, den man schütteln muss. Und dann hat der vorne einfach so eine Pinselspitze. Okay, da kommt aber nur ganz, ganz wenig Produkt raus. Also da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass das wie der von Nabla ist oder so. Dass der jetzt irgendwie super krass doll Sommersprossen malen würde. Da muss man aufpassen, dass es dann aber auch trotzdem gut aussieht. Wobei natürliche Sommersprossen ja auch gar nicht so super intensiv sind, ne? Und damit kann man sich dann wohl... Nee, kann man nicht. Ich hätte jetzt gedacht, damit kann man sich wohl Punkte malen. Aber das geht so, ne? Naja, mit ganz viel Fantasie. Sieht man da irgendwas? Nee. Widmen wir uns dem Augenlook. Da habe ich hier erstmal von Trended Up zwei Hydro Stay Augenstifte. Das ist Liner and Stick, hält bis zu 13 Stunden. Den habe ich hier einmal in der Farbnuance 030. Und den verwende ich als so eine Art Lidschattenprimer quasi oben. Der hat auch ein bisschen Schimmer mit. Ein bisschen ist gut. Der ist sehr, sehr schimmernd. Okay, das ist interessant. Den male ich hier jetzt einfach mal komplett auf mein Auge drauf, aber der ist wirklich relativ subtil. Also den hatte ich mir wirklich so vorgestellt und so kommt er dann aufs Auge. Das ist schon ein bisschen weniger als das, was ich erwartet habe. Also ich sag mal so, wenn man halt nur diesen Schimmer auf dem Auge haben möchte, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass man das so trägt. Also es wäre mir aber wahrscheinlich ein bisschen wenig. Ich blende die Enden oder die Kanten hier noch so ein bisschen aus, dass es etwas smoother aussieht. Okay, dadurch verblendet man den halt auch weg. Ne, das darf man nicht vergessen. Ja, kann man machen, ist dann aber wahrscheinlich eher... Wobei, das ist schnell. Nee, eigentlich ist es schön. Aber ich hätte das tatsächlich dann kombiniert mit einem Bronzer, wenn man es mono tragen möchte. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir dieses Lila. Das ist die 060. Und ich weiß jetzt nicht, ob das am Concealer liegt oder an diesem Under Eye Primer. Mein Concealer creased fast gar nicht. Und das finde ich richtig, richtig gut. Also ich finde, meine... Das sieht total flawless aus. Ich mag's. Und ich glaube auch, dass diese Stifte super geeignet sind, wenn man halt auch so einen leichten Liner-Pastell-Look schminken möchte, ne? Die sind jetzt nicht super deckend, wie jetzt zum Beispiel die von Nabla oder so, die ich auch sehr, sehr gerne verwende. Aber ich finde es schon schön und einfach. Wenn das jetzt auch noch so hält, finde ich das großartig. Aber es wäre mir jetzt tatsächlich auch ein bisschen wenig. Ich möchte gerne noch eine Lidschattenpalette dazu kombinieren. Dann nehme ich hier die Hit the Beach. Das ist diese hier. Die hatten ja im letzten Jahr auch schon so eine ähnliche mal in der LE drin gehabt, ne? Und hier haben wir jetzt zwei matte und drei Schimmertöne. Sieht schon ziemlich cool aus, ne? Und dann gebe ich mir jetzt mal diesen dunklen, matten Grünton einfach hier außen hin und auch in meine Lidfalte. Dadurch bekommt der Look halt auch noch ein bisschen mehr Dimension, was ich ganz schön finde. Und es passt auch voll zu meinem Oberteil. Bisschen fleckig jetzt in Kombination mit dem Stift, muss ich sagen. Sonst ist die Qualität von diesen Fünferpaletten ja eigentlich richtig, richtig geil. Aber diesen Fleck kriege ich hier gerade nicht weg. Ich setze mir auch ein ganz kleines bisschen von diesem Braun, was hier mit dabei ist, außen an den unteren Wimpernkranz. Da sind wir wieder beim Thema Dimension. Dann nehme ich mir mit dem Finger diesen wunderschönen Goldton auf. Der ist auch so ein bisschen cremig, was ich richtig cool finde. Und den setze ich mir einfach mit dem Finger auf mein bewegliches Lid. Ja, kein Nix Glitterglue, Leute. Ich habe mir gedacht, ich versuche es mal. Der bröselt natürlich jetzt ein bisschen, aber es sieht sehr, sehr cool aus, sehr harmonisch. Den ganz hellen Ton aus der Palette nehme ich mir mit einem Point Brush auf und nehme den für meinen Innenwinkel. Der ist ein bisschen feiner und heller. Also eine mega geile Palette, kann ich wirklich empfehlen. Finde ich sehr schön, kriegt man schön sommerliche Looks mit hin. Das ging auch recht zackig, ne? Neuen Eyeliner habe ich auch nicht, dann nehme ich jetzt auch den, den ich aktuell verwende, hier von Rare Beauty. M. Asam hat hier auch noch dieses Make-up Fixing Spray rausgebracht. Auch da soll irgendwie ein Lichtschutzfaktor mit drin sein. 6. Das ist nicht viel. Genau, und das kommt jetzt einfach erstmal drüber. Also man muss doll drücken, damit man auch diesen feinen Sprühnebel bekommt, aber es ist sehr angenehm.
Und diese Asam Fixing Sprays habe ich auch schon in verschiedenen Varianten da. Auch in dieser Schimmer-Variante, die zur hier Weihnachten und so rausgekommen ist. Ne? Ich finde, die machen schöne Fixing Sprays. Das funktioniert sehr gut. Und wow, das wird ganz schön glowy hier. Oh, ich glaube, das ist aber ölig, oder? Vertue ich mich da? Ja, das ist schon ölig. Das ist nicht nur wässrig. Ich habe es jetzt hier mal in meiner Handinnenfläche. Oh, das fühlt sich richtig ölig an. Also Leute, die vielleicht sowieso schon ölige Haut oder eine Mischhaut haben, werden da ein kleines Problemchen bekommen, gegebenenfalls. Bei meiner trockenen Haut kann ich das gebrauchen. Ich hoffe nur, dass meine Haare da jetzt nicht dran festkleben. Aber ich merke jetzt gerade überall... Oh, ist sehr klebrig, als hätte ich mir gerade noch mal so, ja, Creme übers Gesicht gegeben. Das ist ganz wild. Ich biege jetzt meine Wimpern. Was ein Schminki heute. Höhen und Tiefen hier. Ich muss erstmal meinen Spiegel putzen. Und auch das hier, Catrice Wimpernzange, einfach die beste, die es meiner Meinung nach gibt. Also da kommt auch keine High-End-Wimpernzange dran, ne? Zwei Mascaras möchte ich gerne auftragen. Da hat einmal L'Oreal die Volumissimi Royale rausgebracht. Und von M. Asam habe ich hier die 360 Grad Lengthening Mascara. Die ist waterproof. Ich hoffe, ich kriege sie heute trotzdem abgeschminkt. Und ja, ich glaube, die war aber nur als neu da ausgestellt. Ich glaube, die gibt es schon länger, oder? Von L'Oreal. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da haben wir so ein Faserbürstchen, was einfach total klassisch aussieht. Also für mich sieht das nach einer Mascara aus, die ich in meiner Jugend auch schon mal verwendet habe. Und hier haben wir jetzt die von Asam. Die ist viel, viel dünner, als wir die normalerweise von Asam kennen. Die hat ein total gerades Bürstchen mit sehr weit auseinanderliegenden Borsten. Sehr klein und fein, sehr lang. Mal gucken. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Also beide Mascaras machen jetzt nicht so das Wawawum-Ergebnis. Hier ist die Asam-Mascara drauf, hier ist die L'Oreal-Mascara drauf. Und die Asam-Mascara auf der Seite ist tatsächlich auch sehr, sehr schnell sehr, sehr trocken geworden, sodass ich da auch Probleme mit dem Schichten hatte. Und das sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Und die L'Oreal-Mascara... Joa, ist solide, aber jetzt halt nichts, wo ich sage, Mensch, die muss man sich unbedingt holen. Ihr seht es auch aus der Nähe, ne? Meine Base sieht auch wirklich gut aus. Wobei ich hier ein bisschen fleckig, glaube ich, geworden bin. Aber trotzdem sieht das alles irgendwie fein aus. Aber alles ein ganz kleines bisschen zu orange. Ich mache jetzt bewusst nicht allzu viel an meinen Haaren rum, weil, wie gesagt, da ist gerade die Party am Start. Ich gebe mir jetzt noch ein bisschen was auf die Lippen. Und zwar habe ich hier den Bubblegum Fun Lipgloss. Der ist natürlich richtig süß, ne? Das Lippenöl ist weitestgehend eingezogen. Ja, ich sehe es halt, ne? Da, wo ich jetzt nicht perfekt die Foundation zum Beispiel verblendet habe oder den Primer runtergenommen habe, sieht das Ganze etwas wild aus. Wir haben hier so einen Applikator, den ich jetzt to go immer ein bisschen schwierig finde. Jetzt hier ist es nicht schlimm, weil ich meine Finger schon gewaschen habe, also auch immer wieder waschen kann. Es ist so ein klares Produkt, was aber ganz leichten Schimmer mit drin hat. Oh, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen viel, oder? Das erinnert mich damals, also, oh, das zieht Fäden, an diese Zeit, wo man sowas in Zeitschriften drin hatte. Hm. Auch mit dem Puffel hier oben mit dabei und auch vom Duft her. Das passt tatsächlich sehr gut. Bisschen viel Produkt, da muss man ein bisschen aufpassen, weil ansonsten hast du da einfach sehr viel auf den Lippen. Ja, aber ich finde das Produkt schön. Ganz im Gegensatz zu anderen Produkten, die ich heute aufgetragen habe. Also hier sollte man auf die Farbe achten. Diese Mascara ist nicht schön, finde ich persönlich. Also ich mag das Ergebnis nicht. Und das ist ein Produkt, was man einfach nicht sieht. Also das ist ein Freckle Pen, den man eigentlich nicht braucht. Bei der Foundation bin ich sehr, sehr traurig über die Farbe tatsächlich. Also das nur im absoluten Hochsommer kann ich mir das vorstellen. Bei dem Spray passt bitte auf mit eurer Haut. Ne? Wenn ihr da sowieso jetzt nicht irgendwie Trockenpflaume des Jahrtausends, so wie ich seid, dann ist das nichts für euch. Dann kann man das vielleicht zum Abschminken nehmen, aber nicht zum Fixieren. Ansonsten fühlt sich alles sehr, 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 sehr gut an. Und ich finde, es sieht auch gar nicht mal so super schlimm aus. Aber es waren schon sehr viele nicht so gute Produkte mit dabei. Ne? Also den Blush siehst du auf einem Medium Skin wahrscheinlich gar nicht. Genauso auch nicht den Bronzer. Die Highlighter gehen jetzt in eins über mit dem sehr, sehr glowy Fixing Spray. Also ich weiß nicht, die Lidschattenpalette, die würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Diese Stifte, wenn man es schnell haben möchte, aber da muss man halt, wie man sieht es ja, ne? Eigentlich ist es nicht fleckig, aber durch den Glow, dass ich das nach oben verblendet habe, sieht das halt sehr, sehr fleckig aus. Und ja, das Augenbrauenprodukt ist auch weitestgehend fest. Also das kann man sich vielleicht auch mal ganz gut anschauen, wenn man nicht dieses festgetackert
Seite mag. Also ich spüre es halt nicht, aber trotzdem hat es fixiert. Das ist schon mal positiv. Ja, das Puder finde ich wundervoll. Radiant Flowers, das kann man sich anschauen, wenn man das möchte. Und ansonsten sind allerhand Spielereien mit dabei. Das hier fand ich auch sehr, sehr schön. Den werde ich auch gerne weiterverwenden. Genauso auch diesen Under Eye Primer. Es ist jetzt nicht der beste Make-up Day. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut in meinem Gesicht, ne? Ihr Lieben, habt ihr was von den Produkten ausprobiert? Schreibt es gerne in die Kommentare, teilt da auch gerne mal eure Erfahrungen. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow, das war echt nicht gut.